I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Kitzbühel gilt seit langem als Stadt der Reichen und Schönen. Im Casino der Gamsstadt trifft am Wochenende beides zusammen. Wie jedes Jahr wird nämlich die schönste Tirolerin gekürt. Am Laufsteg kämpfen dieses Jahr 13 Kandidatinnen um den begehrten Titel. Isabella Wolf hat letztes Jahr gewonnen und muss ihren Titel nun abgeben. Ja, also ich war auf sehr vielen Veranstaltungen, habe ganz tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Mein Leben hat sich sehr verändert. Die Uni habe ich ein bisschen hinten ranstellen müssen. Und es waren ganz, ganz viele tolle und positive Erlebnisse und ich werde mein ganzes Leben einfach nie mehr vergessen. Veranstalter Helmut Gruber ist der Einzige, der schon seit Jahrzehnten mit dabei ist. Nicht weniger als 41 Miss Tirol-Wahlen hat er schon begleitet. Ja, die Geschichte ist so, nachdem es ja nicht meine erste Miss Tirol-Wahl ist, es ist eigentlich fast wie in den letzten Jahren immer. Also im zweiten Durchgang wird sie wahrscheinlich die Spreu vom Weizen teilen, wenn man die Mädchen im Bikini sieht. Ob es nächstes Jahr ein 42. Mal mit ihm geben wird, will Gruber erst im Sommer entscheiden. Schön sind sie alle, so scheint es, dass die Jury im wahrsten Sinn des Wortes die Qual der Wahl hat. Denn Miss Tirol kann nur eine sein. Und dieses Jahr geht der umkämpfte Titel an Alexandra Paar. Nummer 11, Alexandra Paar! Also es ist wirklich ein einmaliges Gefühl. Jedes Mädel hätte sich das wahrscheinlich gewünscht und deswegen, ich glaube, das wird noch ein paar Tage andauern, bis ich wirklich realisiert habe, dass ich jetzt die Miss Tirol 2017 bin. Sexappeal scheint sie zu haben, die 23-jährige Studentin, vor allem auch, was die Punktewertung der Jury betrifft. 6, 6, 6, 6, 4, 6, 6, 6. Abgesehen von den Punkten sieht sie ihren Erfolg vor allem in ihrer freudigen Art. Ich denke mal, dass ich einfach eine positive Lebenseinstellung habe. Also jeder, der mich kennt, der weiß eigentlich, dass ich so gut wie immer ein Lächeln auf den Lippen habe. Und ich war mir zu 100% sicher, dass ich da heute mitmachen möchte. Und ich glaube, dass ich das wahrscheinlich auch nach außen getragen habe, dass ich hier sein möchte. Die 23-jährige Studentin verdankt ihren Sieg letztlich auch einem Urlaub am Strand. Dort trifft sie auf Veranstalter Gruber, der sie überredet hat, mitzumachen. Als Gewinn, wie könnte es anders sein, winkt wieder ein Strandurlaub und zwar in Ibiza. Ob vor oder nach dem Strand, eines ist auch sicher, Paar und die zweitplatzierte Maria Hackl werden gemeinsam nach Baden fahren. Dort vertreten sie Tirol bei der Miss Austria-Wahl am 6. Juli.